Muss ich das nur irgendwie einschalten oder ist es eh schon? Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, obwohl es wahrscheinlich doch ein eher obskures Thema ist heute bei den Linux-Tagen, über das ich vortragen möchte, nämlich über ein, wie ich finde, ganz interessantes, aber nicht sehr wohlbekanntes Projekt, Namecoin. Erscheint so, als ob das Bild am Beamer ein bisschen gestaucht ist. Ich hoffe, das stört niemanden. Ich habe keine andere Einstellung finden können, wo das besser ausgeschaut hat, aber man kann es sehen. Also was ich heute erzählen möchte, ist zuerst einmal das Grundproblem, das mit Namecoin angegangen wird, versucht wird zu lösen. Ein Stichwort dazu ist das sogenannte Sucos-Dreieck. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist außerhalb von den Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder nicht. Aber ich werde es kurz erklären. Dann werde ich die Lösung erklären, die Namecoin dafür bietet. Quasi das allgemeine System. Der zweite Teil sind dann konkrete Anwendungen, die man mit diesem System umsetzen kann, wo man, wie ich finde,
Dinge tun kann, die, wenn man das System nicht kennt, irgendwie unmöglich erscheinen und die sehr viele Anwendungsmöglichkeiten haben. Aber das werde ich dann im zweiten Teil eingehen. Und dann möchte ich kurz, weil es ja quasi der Entwickler-Track ist, eine Demonstration geben, wie man auf der Kommandozeile ein bisschen was mit Namecoin machen kann, dass man sich zumindest ein bisschen vorstellen kann, wie das System funktioniert, sozusagen. Also das erste Thema ist, wie gesagt, dieses Thema Sucos Dreieck. Und zwar die Aussage davon ist, dass man, wenn man ein Namenssystem aufbaut, also quasi eine Datenbank, die Namen auf Werte mappt. Das sollte jedem bekannt sein, weil das in vielen Anwendungen natürlich vorkommt. Und wenn man so ein System aufbaut, dann gibt es diese drei Eigenschaften, die das System haben kann, die vielleicht erwünscht sein können. Das erste ist, das System kann dezentralisiert sein. Also eben nicht, dass es einen Server gibt, der einfach die Datenbank hält und halt Anfragen beantwortet, sondern dass es ein dezentrales System ist. Es kann sicher sein in dem Sinn, dass quasi es eindeutig ist, auf welchen Wert ein Namen auflöst und niemand das irgendwie fälschen kann oder den Namen auch registrieren kann und man sich dann nicht sicher ist, wem der gehört sozusagen. Und die dritte interessante Eigenschaft ist, ob die Namen aussagekräftig sind. Das heißt, ob das jetzt der Name ist meinewebseite.com oder irgendein kryptischer String von Zeichen, die quasi zufällig erzeugt sind. Also um das ein bisschen zu hinterlegen, sind das jetzt drei Klassen von Systemen, die jeweils zwei von den drei Eigenschaften haben, aber eine eben nicht. Die erste Klasse ist zum Beispiel das bestehende DNS-System oder wenn man DNSSEC noch dazu nimmt, dann ist es so, das sind natürlich aussagekräftige Namen, eben meinewebseite.com. Das System kann auch sicher sein, in dem Sinn, dass nur einem der Domainname gehört und wenn man DNSSEC verwendet, kann es auch eben authentifiziert werden entsprechend. Das Problem, oder aber die Eigenschaft, die es nicht hat, ist, dass es natürlich nicht dezentral ist, weil die Verwaltung des DNS eben über die hierarchische Struktur und letztendlich über die Root Zone bei einer zentralen Instanz liegt. Und die kontrolliert das und die kann bestimmen, dass sie vielleicht jemanden den Domainnamen wegnimmt, dass der zensiert wird oder durch irgendwelche Markenrechtsstreitigkeiten auf jemanden anderen übertragen wird oder etwas in der Art. Dann gibt es eine zweite Klasse von Systemen, quasi sowas wie Spitznamen oder das GNU-Name-System fällt auch da rein. Also ich bin kein großer Experte über das GNU-Name-System, aber was ich davon weiß, die dezentral sind, also typischerweise irgendein Peer-to-Peer-Netzwerk, die eben auch aussagekräftig sind, aber die nicht unbedingt eindeutig vergeben werden. Also quasi jeder kann sagen, ich bin so und so oder meine Webseite ist das und das. Beim GNU-Name-System ist das mehr oder weniger so, dass jeder seine eigene DNS-Root-Zone verwaltet und kann dann quasi für seine Freunde irgendwie Namen vergeben und kann dann über diese Freunde können dann Namen aufgelöst werden. Aber das ist eben nicht sicher in dem Sinn, dass Namen nicht notwendigerweise eindeutig sind, dass jeder einzelne Benutzer, jede einzelne Konfiguration möglicherweise eine andere Sicht hat, welche Namen wem gehören und dass man sich da nicht irgendwie eindeutig drauf verlassen kann. Wo wird das eingesetzt? Das wird in dem GNU-Net-Projekt verwendet. Ich weiß jetzt auch nicht mehr dazu, also das ist sozusagen gedacht als GNU-Basis für Peer-to-Peer-Netzwerke, für soziale Netzwerke und so weiter. Dann gibt es eine Klasse, die ich jetzt da mit Krypto bezeichnet habe, also wo die Grundidee dahinter ist, man erzeugt sich zum Beispiel ein kryptografisches Schlüsselpaar und nimmt dann einfach den öffentlichen Schlüssel als Namen in dem Sinn oder nimmt einen Hashwert des Schlüssels als Namen, zum Beispiel Bitcoin-Adressen, zum Beispiel Bitmessage-Adressen oder Tor-Onion-Adressen fallen in diese Klasse. Da ist es so, dass es natürlich dezentral ist, weil es keine Instanz gibt, sondern jeder kann sich einen Namen erzeugen und muss den halt in dem Netzwerk irgendwie veröffentlichen. Sie sind auch sicher in dem Sinn, dass wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es da nicht irgendwie eine Kollision bei den Hash-Werten gibt, was praktisch ausgeschlossen ist, dann hat nur einer eben den jeweiligen Schlüssel, der zu diesem Hash-Wert führt. Aber das große Problem dabei ist, dass sich das halt niemand merken kann. Und dass ich nicht einfach irgendwem sagen kann, meine Webseite ist diese hier, außer man schreibt es irgendwie in einem E-Mail und der macht Copy und Paste sozusagen. Aber ich kann das nicht in einen Fernsehwerbespot einblenden oder etwas in der Art machen.
Das heißt, das sind quasi eben drei Systeme, die jeweils zwei der drei Eigenschaften haben. Und das Interessante bei Namecoin ist, dass es eine Lösung ist, wie man ein System konstruieren kann, das alle drei Eigenschaften hat. Ja, da ist ein bisschen Geschichte dazu, wenn man das so nennen kann. Also angefangen hat das Ende 2010 mit etwas, das sich BitDNS genannt hat, das aus der Bitcoin-Community gekommen ist, wo auch sehr hochkarätig im Forum diskutiert wurde, unter anderem mit Gavin Andreessen und sogar Satoshi Nakamoto selbst hat damit diskutiert. Dann Anfang 2011 hat Aaron Swartz einen Blog-Eintrag geschrieben, der im Prinzip die gleiche Idee beschrieben hat, der erste war, der irgendwie Succus Dreieckel dazu eingebracht hat. Also die Bitcoin-Menschen wollten quasi einfach ein dezentrales DNS-System schaffen, haben jetzt aber nicht das in Verbindung gesetzt mit diesem Problem des Succus Dreiecks. Und Aaron Swartz hat das, soweit ich weiß, unabhängig eine ähnliche Idee gehabt und beschrieben. Und Anfang 2011 ist dann aus BitDNS eben Namecoin erstellt worden, von einem Entwickler, der genauso wie Satoshi Nakamoto selbst anonym ist und wo niemand weiß, wer das ist, wie die Umstände dahinter waren. Es ist auch der erste Fork von Bitcoin, soweit ich weiß. Also für diejenigen, die mit Bitcoin sich beschäftigt haben, die wissen wahrscheinlich, dass es da mittlerweile hunderte, mehr oder weniger 1:1 Kopien davon gibt, von irgendjemandem, der gedacht hat, er möchte Geld machen damit, macht seinen eigenen coolen Crypto-Coin, vermarktet den gut und wenn irgendwer das dann kauft, dann hat er... kann man ein bisschen davon profitieren. Namecoin war sozusagen der erste davon und hat zusätzliche Features eingebaut. Ja, das Grundprinzip, also ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie Bitcoin funktioniert, da gab es gestern einen Workshop, wobei da wahrscheinlich nicht die Technik besprochen wurde. Es gibt einen Stand unten, da kann man gern diskutieren für jemanden, den es interessiert. Aber wie das verwendet wird in Namecoin, auf das werde ich gleich eingehen. Das Grundprinzip ist, wer zuerst kommt, malt zuerst. Das heißt, wer einen Namen, der noch nicht registriert ist, für sich in Anspruch nimmt, dem gehört er sozusagen. Und das Problem dabei ist natürlich, wenn jetzt zwei Leute den gleichen Namen beanspruchen, dann muss man irgendwie eindeutig feststellen, wer von den beiden jetzt der rechtmäßige Besitzer ist, wer den registrieren darf, wer zuerst da war. Und das ist genau das Problem, das man mit der Technik von Bitcoin lösen kann. Ja, aber das nehme ich hier jetzt einfach an, dass das geht. Also man kann eindeutig festlegen, wer der Erste war, und damit kann man eben Namensregistrierungen dezentral, aber trotzdem eindeutig zuordnen. Und ja, da sind ein paar Eigenschaften, die im Wesentlichen für diejenigen, die sich mit Bitcoin schon auskennen, wahrscheinlich bekannt erscheinen werden. Nämlich das erste ist, dass die Eigenschaft, einen Namen oder einen Domainnamen zu besitzen, wird über ein Schlüsselpaar definiert. Das heißt, das gesamte Netzwerk weiß, der Name so und so gehört dem öffentlichen Schlüssel. Und nur derjenige, der den privaten Schlüssel hat, kann entsprechend ein Update des Namens durchführen, indem das Netzwerk eben überprüft, dass das gültig signiert ist mit dem richtigen Schlüssel. Es gibt geringe Gebühren, um Namen zu registrieren in dem Netzwerk, damit man quasi nicht einer herkommt und irgendwie alle Namen bis 6 Buchstaben registriert sozusagen. Die Namen laufen nach einer gewissen Zeit aus, dann, falls jemand den Schlüssel verliert zum Beispiel, dass der Name nicht für ewig verloren ist. Ja, wie gesagt, also es wird eine Blockchain wie bei Bitcoin verwendet, um die Reihenfolge bei Namensregistrierungen eindeutig zu definieren. Und diese Blockchain wird mit Bitcoin gemerged mined, also das ist auch so ein technisches Detail. Mehr oder weniger die Mining-Rechenpower, die bei Bitcoin dahinter steckt, kann verwendet werden, um gleichzeitig Namecoin abzusichern, ohne dass da zusätzliche Kosten entstehen. Das ist auch eine nette Idee, die, soweit ich weiß, eben Satoshi Nakamoto selbst in dieser Diskussion aufgebracht hat und die eben von Namecoin implementiert wurde. Aber das ist auch, ja, okay. Und die wichtige Eigenschaft ist jetzt erstens, dass man lesbare Namen hat, die eben aussagekräftig sind, dass man ein dezentrales System hat, aber dass die Namen vor allem eben auch global eindeutig sind und dass sie fälschungssicher sind. Das heißt, man hat sowas wie die Authentifizierung von DNSSEC automatisch eingebaut, weil jeder in dem Netzwerk überprüfen kann, dass nur eben mit der gültigen Signatur der Wert des Namens geändert werden kann, weiß jeder, dass der Wert, der zu einem Namen hinterlegt ist, dass der tatsächlich von dem rechtmäßigen Besitzer eingetragen wurde. Okay, so viel zu den Grundlagen, wie das System an sich grob gesagt funktioniert.
Dann möchte ich noch ein paar wichtige Anwendungen beschreiben. Nämlich die erste ist einfach ein alternatives Domain-Name-System. Das war auch die, die motivierende Anwendung sozusagen und die erste, die implementiert wurde. Nämlich die Idee ist, dass ich mir zum Beispiel einen Namen wie diesen hier registriere, d/mein Name. Also quasi diese Struktur von Namen ist im Namecoin-System an sich jetzt technisch nicht vorgegeben, aber die Idee ist, dass man quasi zuerst einen Namensraum / den Namen vergibt und der Namensraum bestimmt, was die Anwendung ist. In dem Fall steht d eben für Domainname / dann der Domainname und das registriert eine Domain mit der fiktiven Top-Level-Endung .bit und im Prinzip im Wert des Namens kann ich klassische DNS-Informationen speichern in einem eigenen Format, also verwendet jetzt nicht irgendwie die Records von die in DNS standardisiert sind, sondern quasi eine eigene Spezifikation, aber im Wesentlichen kann ich auch zum Beispiel eine Server-IP-Adresse, eine IPv6-Adresse angeben. Man kann mit Map, könnte man jetzt Subdomains angeben. Man könnte auch einfach einen Name-Server angeben, der dann kontaktiert wird. Das hat allerdings eine negative Eigenschaft, nämlich dass quasi um die Domain aufzulösen, eben der Server kontaktiert wird. Und wenn man die IP-Adresse direkt in den Blockchain speichert, dann kann ein User den Domainnamen auflösen, ohne dass er irgendeine Netzwerkabfrage machen muss. Das heißt, das ist interessant jetzt zum Beispiel aus Privatsphäre-Sicht. Quasi ich lade einfach die gesamte Blockchain runter, da hat keiner eine Aussage, irgendwie was mich daran interessiert. Und dann kann ich beliebig Domains abfragen, die kann auch niemand fälschen. Und es gibt eben keinen Server, der genau weiß, für welche ich mich interessiere. Was auch interessant ist, man kann zum Beispiel da ein Mapping auf Onion-Adressen eingeben, wie hier. Also das ist eine, die auf meinen Server verweist, quasi so als Alternative, damit man eben meine Bit-Adresse auch über das Tor-Netzwerk auflösen kann. Das heißt, man kann Namecoin zum Beispiel verwenden, um Onion-Adressen irgendwie lesbar zu kodieren. Das ist, wie ich finde, eine sehr interessante Eigenschaft, der man sehr viel machen könnte. Und eben, es kann niemand den Domainnamen zum Beispiel beschlagnahmen, wie das bei diversen Seiten in den letzten Jahren immer wieder passiert ist, wenn sie irgendwie der US-Regierung auf den Geist gegangen sind oder andere Dinge. Weil es eben ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist und im Prinzip gleich wie Bitcoin nicht kontrolliert werden kann. Allerdings, falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, da eine Onion-Seite aufzusetzen, Silk Road Nummer 10 oder so, sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass Namecoin natürlich eben auf Bitcoin basiert. Das heißt, man muss sehr genau verstehen, was man tut, wenn man einen Namen anonym registrieren möchte. Also da muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht beim Kauf der Namecoins oder der Bitcoins, die man dann dafür verwendet, dass man da irgendwo seine Identität bekannt gibt. Also das ist sozusagen ein Schwachpunkt. Gerade wenn Namecoin verwendet werden soll für irgendwelche Dissidenten-Webseiten in irgendwelchen Regimes oder etwas in der Art. Also es hat viele Eigenschaften, die dafür wünschenswert sind, aber eben die Anonymität ist etwas, das man im Kopf behalten sollte zumindest und von dem man wissen sollte, was man tut. Was auch sehr interessant ist, ist, dass man im Prinzip so ähnlich wie bei DNSSEC oder mit DAN auch gleich in den Wert des Namens zum Beispiel den TLS-Fingerprint des Servers speichern kann und weil eben die Werte von Namecoin-Namen automatisch authentifiziert sind, kann man sich sicher sein, dass der sozusagen vom Serverbetreiber eingegeben wurde. Also man kann sich zum Beispiel irgendwie ein Self-Signed Certificate erstellen, den Fingerprint in Namecoin speichern und damit automatisch kann der Benutzer der Seite sicher sein, dass das das richtige Zertifikat ist. Also funktioniert konkret jetzt, indem man den Fingerprint dazu angibt. Da werde ich dann später noch ein Beispiel bringen. Aber auch das ist, wie ich finde, eine sehr interessante Eigenschaft, gerade weil es zumindest oder weil es gerade in letzter Zeit immer wieder so Fälle gab, wo irgendwelche Zertifikate missbraucht wurden und man nicht unbedingt jetzt 600 Stellen vertrauen möchte, die irgendwo dem chinesischen Informationsministerium unterstellt sind und all diese Diskussionen. Aber das ist wahrscheinlich eh bekannt. Um das Ganze dann auf der Client-Seite verwenden zu können, habe ich da ein paar Möglichkeiten angestellt. Also
Grundsätzlich funktioniert das technische System. Das Problem ist nur, dass man halt sozusagen, um das voll auszunutzen, einen MCoin-Client braucht und dazu die ganze Blockchain runterladen muss. Das ist für einen Normalanwender vielleicht nicht unbedingt das Einfachste, wenn er einfach nur Bitdomains ansurfen möchte oder einfach irgendwas damit tun möchte. Also es gibt Arbeiten an Clients, die das Problem beheben, aber im Moment sind das sozusagen die Dinge, die man tun kann. Also es gibt zum Beispiel externe DNS-Server, die Bit auflösen für einen. Allerdings hat man natürlich da wieder das Problem, dass der Server das sehr wohl fälschen kann, dass der Server dich ausspionieren kann und alles in die Richtung. Also das ist nett, um es auszuprobieren, aber nicht wirklich empfehlenswert, wenn man genau diese Eigenschaften von Namecoin gerne hätte, die es eben ausmachen. Wenn man sich die Blockchain runterlädt, gibt es DNS-Server, die man lokal laufen lassen kann, die dann einfach systemweit über die Blockchain auflösen und nicht Namecoin-Domains weiterreichen an einen sekundären Server zum Beispiel. Das funktioniert ganz gut. Und es gibt eine Firefox-Erweiterung, die eben Bit-Domains im Browser selbst auflöst, die auch die TLS-Zertifikate überprüfen kann und auch Onion-Adressen auflösen kann. Das werde ich dann kurz später zeigen, wie das funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten, es ist noch nicht ideal, aber wir arbeiten dran und falls jemand Interesse daran hat, freuen wir uns natürlich ja immer, wenn irgendwer da bereit ist, da etwas sich einzubringen oder irgendwas an der Usability zu verbessern. Da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten. Eine zweite Anwendung, also das waren jetzt die Domainnamen, sind Online-Identitäten, also zum Beispiel mein Profil-ID slash der Name, wo ich alle möglichen Dinge eintragen kann, mit mehr oder weniger standardisierten Feldern. Also zum Beispiel, was ich persönlich als sehr interessante Anwendung von Namecoin finde, ist, dass man damit den Schlüsselaustausch vereinfachen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel da den Fingerprint von meinem GPG-Schlüssel hineinbetten oder eben, was weiß ich, meine Bitcoin-Adresse, meine Bitmessage-Adresse oder meinen OTR-Fingerprint oder irgendwas in der Art. Und dann kann ich jemanden, den ich irgendwo treffe, sagen, ich bin ID Daniel und derjenige kann sich das viel leichter merken, als wenn ich ihm irgendwie einen Papierausdruck von meinem Fingerprint geben muss. Aber er kann trotzdem 100% sicher sein, dass die Werte, die er dann in der Blockchain findet, tatsächlich von mir kommen, sofern ich jetzt nicht meinen Namecoin-Schlüssel irgendwie verschlammt habe. Das ist natürlich klar, da kann man dann nichts dagegen tun. Ja, also eben, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung. Viele sehen natürlich die Bit-Domains als den Hauptanwendungsfall, aber ich denke, dass das eben auch ideal geeignet ist, um jetzt verschlüsselte Mails oder allgemein Schlüssel auszutauschen. Und eine Idee ist, dass man so eine Art Send-to-ID implementieren könnte, also im einfachsten Fall vielleicht irgendwie eine Erweiterung für ein Mailprogramm, wo man als Empfänger den ID-Namen eingibt und das Mailprogramm schaut dann automatisch die E-Mail-Adresse nach, den Fingerprint und verschickt ein verschlüsseltes Mail. Oder das könnte schauen, was für Informationen, wenn jetzt nicht die E-Mail-Adresse angegeben ist, sondern eine Bitmessage-Adresse, dann nimmt es halt Bitmessage. Oder wenn ein XMPP-Handle eingegeben ist, dann baut es eine OTR-Verbindung auf, irgendwas in der Richtung. Also das wäre sicher eine coole Sache, allerdings etwas, wo noch nichts dran gearbeitet wurde, also wo man sich sicher sehr gut einbringen kann. Und wo ich eben denke, das könnte vielleicht genau dieses Schlüsselmanagement, das bei verschlüsselten E-Mails irgendwie eine Schwierigkeit darstellt für Anwender, das könnte man damit umgehen. Ja, dann noch ein Projekt, das ein bisschen in eigener Sache, das ich da vorbringen möchte, ist NameID. Das ist ein Projekt von mir, das ich eben 2013 gestartet habe. Und die Idee ist, dass man passwortloses Login in Webseiten damit machen kann. Also quasi ich nehme meine Online-Identität. Und mit der kann ich quasi den Namen, ohne mich bei einer Webseite irgendwie einen Account anlegen zu müssen, melde ich mich mit dem Namen an. Und weil dann intern in dem System gleich zu dem Namen eine Namecoin-Adresse und damit ein öffentlicher Schlüssel hinterlegt ist, kann ich mit dem privaten Schlüssel dazu zum Beispiel irgendwie eine Challenge-Nachricht signieren und der Server kann überprüfen, dass das wirklich ich bin. Oder ich könnte ein Schlüsselpaar in meinem Namen hinterlegen, das ich nur verwende, um mich irgendwo anzumelden. Das geht natürlich genauso. Und also es funktioniert soweit als Proof of Concept. Ich habe ein Firefox-Plugin geschrieben, dass das auch automatisiert, wenn man Namecoin im Hintergrund laufen hat, wo man sich in Webseiten einloggen kann.
Also meine Name-ID-Seite selbst, nameid.org, kann man verwenden als OpenID-Provider, wenn man möchte. Und es gibt theoretisch auch Code, der von mir unter freier Lizenz zur Verfügung gestellt ist, wenn das jemand in seine eigene Webseite einbauen möchte. Bis jetzt gibt es noch nicht so viele Seiten, die das irgendwie machen. Und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der das irgendwie groß vermarkten kann oder der da ein schönes User-Interface macht, der eine schöne Webseite baut. Das heißt, ja, also es ist eben, wie gesagt, eher ein Proof of Concept. Ja? Was heißt der Cold und Hot Wallet? Das heißt, dass es theoretisch möglich ist, dass ich eben, wie gesagt, dass ich nicht den privaten Schlüssel, der wirklich den Namen in der Namecoin-Blockchain hält, verwende zum Signieren, sondern dass ich dort einen Schlüssel hinterlegen kann. Dann könnte ich zum Beispiel diesen privaten Schlüssel für den Namen selbst irgendwo auf einem Computer speichern, der nicht am Netz hängt und den ich dann nur alle 250 Tage einmal dran stecke, um den Namen zu erneuern sozusagen oder das halt irgendwie mache. Und zum Einloggen im täglichen Bedarf nehme ich halt einen zweiten. Also es ist eine nette Eigenschaft. Was Ähnliches kann man auch für Bit-Domains machen. Also da gibt es auch ein System, wo man quasi in einen Namen einen anderen, von einem Namen auf einen anderen zeigen kann. Da könnte ich dann den echten Namen so einsetzen, der wirklich zur Domain gehört, das auf einen zweiten zeigt. Den echten Domainnamen speichere ich irgendwo auf einem Paper Wallet oder irgendwo auf einem Offline-Computer. Und um wirklich die IP-Adresse des Servers zu setzen, verwende ich dann den anderen. Den zweiten Namen. Redaktionsschritt, unser Arbeitsschlüssel. Genau, genau. Mhm. Ja, aber ich bin jetzt. Du dann Cold Wallet oder? Naja, in der Bitcoin-Community nennt sich das Cold Wallet, wenn man Bitcoins und halt auch irgendwo. Das, wenn man den Original verwendet. Genau. Also sozusagen, wenn man den Schlüssel einfach nicht am Netz hängen hat oder wenn man den Schlüssel am Arbeitsrechner hat. Ja, und es gibt noch viele andere Ideen. Also das sind nur ein paar, über die schon diskutiert wurde. Man könnte irgendwie ein Torrent-Verzeichnis natürlich erstellen, wobei da die Frage ist, was möchte man genau? Also Tracken von Torrents kann man eh mit DHTs machen. Das heißt, da wäre es dann vielleicht interessanter, dass man irgendwie ein Verzeichnis durchsuchbar macht. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich sinnvoll ist mit Namecoin. Also es ist nur so eine Idee. Dann gibt es die Idee, dass man irgendwie ein Web of Trust baut, wo die Signaturen über diese IDs gehen und also wo die Identitäten diese IDs sind und wo die Signaturen irgendwie mit der Blockchain gesichert werden. Aber da ist auch noch nichts ausgearbeitet. Also das sind jetzt nur rohe Ideen, wo noch nicht so ganz klar ist, wie man das überhaupt da in das System reinbringt. Dann gibt es eine ganz nette Idee, die auch schon 2 Jahre sozusagen als Idee vorhanden ist und noch niemand umgesetzt hat. Man könnte Dateisignaturen, zum Beispiel von irgendwelchen Downloads, in die Blockchain speichern, und zwar so, dass man zum Beispiel den Hashwert der Datei als Namen nimmt und die Signatur dazu hängt. Dann muss man nicht irgendwie eine Signaturdatei als separaten Download anbieten, sondern dann kann jeder, der nur eine Datei hat, kann die hashen, kann schauen, gibt es den Wert in der Blockchain und wenn ja, von wem wurde der signiert, so auf die Art. Also es wäre irgendwie eine nette Usability dafür, aber es hat noch niemand versucht umzusetzen. Okay, soweit das. Jetzt möchte ich noch eine Demonstration geben, was man damit machen kann. Also was ich gemacht habe, ist mir da quasi ein lokales, also ich hoffe, das kann jeder lesen, aber es ist relativ groß eingestellt, ein lokales Namecoin-System installiert, das jetzt nicht an der echten Blockchain hängt, sondern nur auf meinem System. Aber um jetzt da einen Namen abzufragen, kann man den Befehl nameshow verwenden. Zum Beispiel mytestSite, also d/mytestSite wäre mytestSite.bit, gibt es noch nicht. Also das Interface, das ich hier verwende, kann man auch über, oder ist quasi ein einfaches JSON-RPC-Interface, das man auch programmatisch verwenden kann. Da gibt es auch Bibliotheken, also eine habe ich in C++ geschrieben, mit Python gibt es schon Code, der das macht. Also wenn sich jemand dafür interessiert, einfach irgendwie sich informieren, da gibt es Möglichkeiten, wie man das einbauen kann in eigene Projekte sozusagen. Um jetzt einen Namen zu registrieren, muss man zuerst einmal einen Befehl ausführen, der heißt nameNew. Der meldet sozusagen einen Anspruch an myTestSite. Kriege ich dann zufällige Werte raus. Dann muss man ein bisschen warten, das mache ich jetzt hier, indem ich sage, ich warte 10 Blöcke, das entspricht ungefähr, oder 12 Blöcke muss man dann warten, das entspricht ungefähr 2 Stunden. Dann wird diese NameNew-Transaktion bestätigt und der Sinn dahinter ist, dass ich erst dann den Namen registriere,
Weil ansonsten könnte jemand, der die Registrierungstransaktion im Netzwerk sieht, bevor sie bestätigt worden ist, könnte versuchen, die zu duplizieren. Und dann hat er sozusagen eine 50-50 Chance, dass sein Anspruch umgesetzt wird. Und dann kann er versuchen, von mir Geld zu erpressen, zum Beispiel, damit ich den Namen kriege. Und das System, das das verhindert, ist eben mit dem NameNew, wird nur ein Hashwert des Namens in die Blockchain gespeichert. Und erst wenn der 2 Stunden drin steht, kann man quasi, wenn man den Namen angibt, der zu dem Hashwert führt, kann man es tatsächlich registrieren. Das haben wir da jetzt gemacht. Dann der nächste Befehl ist... Wir werden aufhören müssen, das ist schon alles. Okay. Okay, ja gut, dann kann gern jeder Fragen stellen, wenn es die gibt. Bitte, Frage. Ja? Du hast ja gesagt, das würde bei Domains das Problem der rechtmäßigen Besitzer lösen. Jetzt sage ich mal, nein. Ich kann dir zustimmen, dass es das Problem des First Come, First Surf löst. Ja. Aber rechtmäßig ist ja keine technische Kategorie, sondern eine rechtliche Kategorie. Ja, also das habe ich definitiv nicht gemeint. Das ist natürlich klar, dass man nicht irgendwelche Markenrechte oder sowas damit umsetzen kann. Dafür ist natürlich eine zentrale Instanz das, was man möchte, weil das ist ja genau das System, was das was jetzt so ist. Ganz andere Ebene. Ja, ja. Noch eine Frage habe ich. Bei allen Dingen, die mit der Blockchain verbunden sind, das sind immer neue Blöcke, mehr rechnen, mehr verifizieren. Ah, genau, eigentlich eine andere Frage, die noch mir wichtiger ist. Du hast irgendwas von Gebühren gesagt. Ja. An wen sind die zu zahlen und wer bekommt die? Und, die werden im Netzwerk zerstört. Okay. Also die bekommt niemand sozusagen, die sind nur so eine Art Bezahlung, um zu verhindern, dass jemand da zu viele Domains hat. Die ist in Bitcoin zu bringen? In Namecoin. In Namecoin. Okay, das heißt, du musst wieder gemeint werden. Ja. Aber im Prinzip, genau, funktioniert das gleich. Okay, dann schlage ich vor, dass wir rausgehen, wenn es noch Fragen gibt.